Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen in Saarbrücken und hier bei Eurosport. Wir berichten jetzt vom letzten Finale dieses Turniers der Bitburger Badminton Open 2003. Und hereingefahren werden jetzt die Finalistinnen. Hereingefahren, das ist eine Premiere, das hatten wir hier auch noch nicht gesehen und Sie haben es gehört. Wei Weng Zu, die deutsche Spielerin, betritt die Halle unter dem Beifall der Zuschauer. Wir haben heute 1300 Zuschauer hier und die Ausrichter sind damit recht zufrieden bei diesem tollen Wetter, das andere sehen als wir hier in der Halle. Und es wird natürlich auch genauso herzlich begrüßt Hong Yang Pi aus Frankreich. Beide werden jetzt das Dameneinzel spielen. Und beide kennen sich quasi aus in Saarbrücken. Beide haben hier bei den Bitburger Open, und damals hießen sie noch BMW Open, schon einige Spiele hintereinander gemacht. Michael. Ja, das ist hier mittlerweile die dritte Auflage des Finales der beiden gegeneinander. Steht bisher 2:0 im Finale für Pi. Wei Weng hat immer knapp verloren. Und ja, sie hofft natürlich dieses Jahr den Spieß umdrehen zu können hier vor heimischem Publikum. So, sie ist vor einigen Wochen eingebürgert worden. Sie ist jetzt Deutsche. Sie lebt schon 4 Jahre in Deutschland. Wei Weng Zu. Und unschwer zu erkennen, Hong Yang Pi, die ist mittlerweile eingebürgerte Französin. Wie gesagt, das sind zwei Konkurrentinnen aus dem einstmaligen chinesischen Trainingslager. Allerdings muss man sagen, da gibt es ein ganz klein wenig Altersunterschied. Wei Weng mittlerweile 28 Jahre alt und Hong Yang Pi 24 Jahre alt. Also die ist noch etwas jünger, die Französin. Und hier sehen wir es, der Name auf dem Rücken des Trikots und Zu, der Nachname von Wei Weng. Sie ist natürlich hier der große Publikumsliebling. Sie wird das Gesicht der Bitburger Open genannt. Sie ist hier in der ganzen Stadt, in der Landeshauptstadt des Saarlandes zu sehen, auf jedem Plakat, auf jedem Bus. Jeder Zuschauer kennt sie mittlerweile. Wenn sie hier durch die Halle geht, sie ist immer freundlich, immer gut gelaunt, hat immer Lächeln auf den Lippen und ist mittlerweile, ich würde schon sagen, der Publikumsliebling hier. Eine sehr nette Person, das muss ich schon auch sagen, sehr nett. Sie spricht schon ganz gut Deutsch, also auch das ein Zeichen dafür, dass sie sich hier eingebürgert hat im besten Sinne des Wortes. Sie ist eine ganz wichtige Trainingspartnerin, Sparringspartnerin, aber auch schon Trainerin für unseren Nachwuchs. Und ich bin mir sicher, sie wird unsere Mädels, unsere eigenen Talente, die ja weitaus jünger sind als sie, doch ein Stück des Weges hoffentlich mitziehen können. Und dann sollte das Ganze auch ein Segen für uns alle sein. Nee, sie ist auf jeden Fall schon jetzt ein Segen für uns hier in Saarbrücken am Olympiastützpunkt. Und was sie an ihrer Erfahrung weitergibt an die jüngeren Spieler wie Petra Overzieher, wie Nicole Gredo oder Juliane Schenk oder selbst hier im Saarland-Kader, wenn sie mal da ist, dann ist sie immer ansprechbar für die Nachwuchsspieler. Also sie hilft da gerne und gibt gerne Tipps weiter. Der Vorjahres- und Vorvorjahressieg hier in Saarbrücken, damals noch bei den BMW Open. Sie hat also richtig was zu verteidigen hier. Heute gegen Wei Weng Zu aus Deutschland, die ja auch in der Bundesliga spielt, und zwar hier für den ausrichtenden Verein, für die Lokalmatadoren des ersten BC Saarbrücken-Wischmisheim. Das kommt natürlich verschärfend dazu. Sie hat ja quasi so richtiges Heimrecht hier. Ja, sie ist hier vom ausrichtenden Verein vom ersten BC Saarbrücken-Wischmisheim. Und ja, sie ist natürlich hier zu Hause und hat hoffentlich das Publikum hinter sich, das sie dann braucht, um den ersten Sieg gegen Pi hier einzufahren. Das wäre ihr erster Sieg gegen sie.
Und ja, sie hat natürlich viel vor, jetzt das interne Duell der beiden eingebürgerten Chinesinnen zu gewinnen. Ja, und der das sagt, das ist kein geringerer als der deutsche Rekordnationalspieler Michael Keck. Und wir dürfen ja ruhig verraten, der Michael spielt mit ihr zusammen im Bundesliga-Team. Seine internationale Karriere hat er ja so gut wie beendet, aber in der Bundesliga tritt er schon noch an. Und nicht ohne Ambitionen. Nee, also Bundesliga, das langt mir. Wir versuchen uns da noch als Aufsteiger fürs Playoff zu qualifizieren und was noch kommt, da schauen wir mal. So, und nun geht's los. Hier sehen wir jetzt mal einen Teil des Weges, den die Spielerinnen zurückgelegt haben. Wen alles hat Pi geschlagen und wen hat Huai Weng geschlagen. Ganz hartes Spiel war das Viertelfinale. Es war sehr hart, die zweite Runde gegen die Japanerin. Aber sie hat sich durchgesetzt, durchgefightet und nun sind wir mal gespannt. Auch Pi hatte es nicht leicht, nämlich im Viertelfinale gegen Nicole Greta. Hier steht das Ergebnis zwar nicht, es war in 3 Sätzen, es war eine enge Kiste. Nicole hat geführt. Ja, man merkt schon die Grenznähe zu Frankreich. Null zu null und es geht los. Aufschlagwechsel. Huai Weng am Aufschlagrecht. Das bedeutet, bei gewonnenem Ballwechsel könnte sie jetzt einen Punkt gewinnen. Dieser Ball, aber wir sehen es. Gleich der zweite Ballwechsel. Hier geht's ab. Ein temporeiches Spiel. Beide versuchen sehr druckvoll zu spielen. Huai Weng hat gleich draufgehauen und zeigen wollen, ich will es diesmal wissen. Die kleine französische Kolonie aus dem benachbarten Frankreich macht sich auch gleich bemerkbar. Natürlich. Beide werden heute Laufwege gehen müssen, das ahne ich schon. Das wird nochmal ein richtiger arbeitsreicher Nachmittag. Und beide fürchten sich auch nicht davor. Beide haben es hier schon gezeigt, dass sie damit zurechtkommen. Ich glaube aber gerade das, denke ich mal, wird und ist der Knackpunkt bei Huai Weng. Sie war vor kurzem am Knie verletzt, hatte ein Außenbandriss im Knie. Und ich denke, die paar Wochen Trainingspause, die wird ihr wahrscheinlich im entscheidenden Moment am Ende fehlen, um Pyongyang zu bezwingen. Außer ihr gelingt es. Ja, mit besonderen Varianten, mit verzögerten Bällen am Netz, wie eben gerade gesehen, da öfter mal reinzukommen. Gut, dann muss sie eben ihr Risiko entsprechend hoch spielen. Und gut, ich hoffe zwar, dass es schafft, aber es wird ziemlich schwer für Huai Weng, eben wegen diesem konditionellen Rückstand. Aber wir sehen, sie versucht. Sie hat mir vorher gesagt, sie fühlt sich ganz wohl, sie ist gut drauf und hofft natürlich jetzt, die Serie mal beenden zu können. Die Serie zugunsten Pis. Ja, die Serie ist doch schon 6 zu 0 für Pi mittlerweile. 6 zu 0. Es wird doch mittlerweile Zeit, die zu beenden. Unschwer zu erkennen, auch ein Rückhandclear hinter dem Körper geschlagen. Das ist keine wirkliche Kunst für Huai Weng. Den hat er super hingekriegt und der Clear danach, der Vorhand-Clear, landete im Aus von Pi.
auch dieser Ball im Aus. Das sind die wichtigen Punkte für Byron. Sie muss hier die schnellen Punkte machen. 3-2. Die sehr, sehr knappe Führung. Aber wir sind ja erst am Anfang des Spiels. Ja, ich weiß nicht, das kann man nach der Übung, ja. Sehr schön getäuscht, dieser Ball am Netz. Und da steigt die französische Kolonie auch natürlich ein, ja. Das ist klar. Scheinbar leichter Fehler von Pi. Das sind die angesprochenen Fehler, auf die muss Wyvern einfach bauen. Die braucht sie. Das ist auch das nötige Quäntchen Glück, das sie braucht, wenn sie heute Pi, die ja seit Donnerstag in der aktuellen Weltrangliste auf Nummer 8 geführt wird, wenn sie die heute schlagen will. Wyvern übrigens nach ihrem letztwöchigen Sieg bei den Scottish Open auf Platz Nummer 13 geklettert. Hier wunderbar, der Cross-Drop geschnitten. Wieder erster gezockt in die Rückhand, dann kommt ein etwas zu kurz da und dann traut sie sich auch. Tief in die Rückhand gespielt, gut erwischt, ein Smash angedeutet und dann Cross-Drop geschnitten. Da ist fast keine Chance für Pi Hongyang. 5-2. Beruhigende Führung. Wieder das gleiche Bild. Aber klasse wieder rausgekommen von Pi. Alle Achtung. Absolute Weltklasse. Alle Achtung. Ja, und Thema Weltklasse, das passt natürlich gerade. Beide kämpfen natürlich auch um die Qualifikation für Olympia. Und wollen wir uns nichts vormachen, in beiden Fällen ist das natürlich auch für den jeweiligen Verband eine ganz wichtige Angelegenheit. Ja. Denn nominieren kann da nicht einfach der DBV, sondern das macht das Nationale Olympische Komitee. Sehr schön. Richtig gut nachgesetzt von Wyvern. Und das Nationale Olympische Komitee hat eigene Ansprüche, nämlich den Anspruch, man muss eine Endkampfchance eigentlich haben. Sprich, eigentlich eine Chance, unter die ersten 8 zu kommen. Ja. Das ist nämlich auf Badminton hochgerechnet diese Geschichte. Und das bedeutet, im Vorfeld müssen sich die einzelnen Kandidaten erstmal in der Weltrangliste überhaupt auf Plätze schieben, die dazu berechtigen, überhaupt ins Nominierungsgespräch quasi zu kommen. Ja. Die einzelnen Doppelspieler haben gewisse Vorgaben vom NOK, müssen unter die ersten 19 in der Doppelweltrangliste. Die Einzelspieler haben auch ihre Norm. Und danach nominiert das NOK nochmal und entscheidet, jawohl, den oder die Spielerin nehmen wir mit zu den Olympischen Spielen nach Athen. Aber ich muss sagen, bei Wyvern dürfte es oder ist, gibt es keine Diskussion. Wyvern spielt in ihrer momentanen Form um die Setzplätze 1 bis 8 einfach mit. Wenn sie sich jetzt von ihrer Verletzung erholt, dann geht es für sie nicht mehr um die Qualifikation für Athen, sondern um die Setzplätze in Athen. So, und da wären wir natürlich auch in einer etwas neueren Situation. Klasse gespielt. Auf den Körper. Und nochmal getäuscht nach hinten. Leider knapp im Aus. Aber was du eingangs schon sagtest, sie traut sich heute sehr viel. Klar. Sie traut sich noch mehr als in den Runden zuvor. Aber das wird sie auch tun müssen. Sie muss hier was riskieren, wenn sie das Spiel gewinnen will. Sie weiß, die Zuschauer stehen hinter ihr. Und man sieht es auch an ihrem Gesichtsausdruck direkt nach dem Fehler. Sie weiß, er war knapp der Ball, aber sie ist trotzdem... Er war richtig. ...positiv, genau. Sie muss was probieren und sie freut sich einfach. Sie hat einfach Spielfreude und die bringt sie hier rüber. Das ist das Wichtige, warum auch sie so weit in der Weltrangliste oben steht. Wenn man am Anfang des Spiels schon sich nichts traut, wie soll man es dann erst, wenn man womöglich mal hinten liegt? Und auch das der Ball drin. Klasse. Und damit hat sie natürlich schon auch in den Vor- und Zwischenrunden überzeugt. Sehr variabel ihr Spiel aus der tiefen Vorhandecke. Sie kann den Ball durchpeitschen als Drive, sie kann sich befreien und sie kann auch diesen schnellen Cross-Drop. Allerdings Pi kann den auch.
Solche Bälle spielt man nicht ohne Selbstbewusstsein. Enorm, welche Laufwege beide gehen. Ja, das immer den ist ein langen klasse Damen-Einzel, muss man sagen. Und hier sieht sie den Balance ausgehen, entscheidet richtig. Schöner Vorsprung für Wai Wen jetzt. 7-2. 7-2. Wer hätte das gedacht? Wir wissen einerseits, der Satz im Damen-Einzel geht nur bis 11. Also er wird nur bis 11 Punkte gezählt. Andererseits ist es trotzdem so, 7-2, da ist noch nichts gewonnen oder andersrum verloren für Pi. Nee, im Dameneinzel noch lange nicht. Das ist eine kleine Zwischenstation, 7-2. Es ist eine Zwischenstation, die am Ende womöglich ohne Wert ist. Ja. Denn wir haben eins heute erlebt, ein sensationelles Damendoppelfinale, in dem sich Nicole Greta und Juliane Schenk im dritten Satz nach einem 3-10 Rückstand den Sieg mit 15-12 unter dem Jubel der Zuschauer hier geholt haben. Also das sind alles nur Zwischenstände, völlig richtig. Die beiden Mädels haben bewiesen, was mit Kampfgeist alles möglich ist, mit Willen. Und ich denke, den noch größeren Kampfgeist hat heute Wai Wen hier vor ihrem Publikum. Ja, ja. Auch diese Bälle. Man muss sich auch mal vorstellen, beide sind kaum größer als 1,60. Wie die das überhaupt schaffen, diese Bälle so steil runterzuspielen, das war ja auch mit der Grund, die fehlende Körpergröße für die vermeintliche Goldmedaillenperspektive aus chinesischer Sicht, diese beiden nicht, sagen wir mal, in der Top-Förderung zu behalten. Das muss man sich mal vorstellen. Und sie sind in der Weltrangliste ganz vorn und wir hoffen, ja, dass Wai Wen dann für Deutschland, wie gesagt, neben ihrer Klasseaufbauarbeit, neben ihrer Vorbildfunktion, neben der Trainingssituation, die sie verbessern kann, hier auch uns in der Hinsicht weiterbringt, was das Punktekonto für den Deutschen Badmintonverband beim Deutschen Sportbund betrifft. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich denke, deswegen ist auch die Einbürgerung vorangetrieben worden. Hier auch wieder der Klasse-Cross-Drop geschnitten. So schnell, ganz, ganz kurz runter. Da muss sich Pi schon strecken, um an den Ball hinzukommen. Wenn wir die Körperdrehung sehen, da könnte jeder Ball draus kommen. Ja. Ein Smash, ein Angriffsclear. Das zeichnet sie aus. Oh, und hier nun mal ein vermeintlich leichter Fehler von Pi. Ja, vielleicht wird bei ihr jetzt auch ein bisschen was im Kopf vorgehen. Wai Wen wird dankbar sein dafür. Schade. Der Richtige war es wieder. Ja. Unglaublich, wie die beiden sich unter Druck, gerade im Hinterfeldbereich, nicht etwa mit einem Notdrop, also mit irgendeinem kurzen hinters Netz, befreien wollen, sondern nein, sie machen daraus noch Druck nach hinten und zwar immer mit Laufweg verbunden für die Gegnerin. Das zeichnet diese beiden Spielerinnen schon aus. Sie antworten eben auch in der Bedrängnis noch konstruktiv. Das heißt, sie setzen den Gegner dann auch noch so unter Druck, dass er auch was tun muss und nicht nur den Ball verwandeln muss. Und das ist einfach der Vorteil, was die Weltklasse ausmacht. Sie haben auch unter Druck noch Antworten, die richtig überraschend sind. Das musste Nicole Greta zum Beispiel trotz einer klasse Spielleistung, trotz einem ihrer besten Spiele wohl, das sie im Einzel so im Laufe ihrer schon langen Karriere machte, auch spüren. Pi hat überhaupt nicht aufgehört, sie hat dann derart gegengehalten und das konnte dann Nicole ohne eigene Fehler nicht mehr mitmachen. Ja, Nicole hat 9-2 geführt. Bis dahin hat sie mitgehalten, hat sie das klar dominiert, das Spiel, und das zeigt eigentlich, sie kann es. Nur das Spiel eben 2 oder 3 Sätze auf dem Niveau zu gestalten, das schaffen unsere Damen noch nicht. Ich betone das noch, aber sie sind auf gutem Weg und
Sie haben jetzt eine Trainingspartnerin, die kann das. Die kann das, genau. Und hier konnte man es auch sehen. Fast unter Druck, fast überspielt in die Rückhandecke, macht Pi einen Umsprung nach hinten und haut das Ding Longline rein. Oh, schade. Herr Tai Weng wieder mal versucht, am Netz zu täuschen, was völlig richtig ist. Am Netz wird von diesen beiden Damen kaum ein Ball irgendwie gerade rüber gespielt. Entweder wird er geschnitten oder es wird angetäuscht und der Ball wird rausgeswippt. Das ist schon klasse anzusehen. Da hat sie ein wenig Glück gehabt. Der Ball landet im Aus. Und Sie hören es. Nun fordert man quasi das Einfahren des ersten Satzes. Klar, das ist die Unterschüttung. 9-4. Und hier meldet sich leider auch der Aufschlagrichter Herbert Ott zu Wort und gibt Aufschlagfehler wie für Walven. Schade, vergebene Punktchance. Oi. Aber wer Walven kennt, der weiß, das bringt sie nicht aus der Ruhe. Das glaube ich auch nicht. Sehr schön wieder zum Körper geschmettert, aber natürlich noch viel besser abgewehrt. Sie war vorne mit dem Schläger und hat nicht nur gegengehalten, denn Pi war auf dem Weg nach vorn, sondern sie hat sogar noch gekontert. Das ist natürlich klasse. Hier sieht man es wunderbar. Pi ist richtig. Hier das Match und dann sieht sie, wie der Ball an ihr vorbeisieht. Ja. Das ist natürlich bitter für eine Angreiferin. Hier wieder der geschnittene Schade. Und Sie haben es gehört, das Raunen in der Halle. Vorher der gelungene Getäuschte am Netz, den Pi noch kriegt. Dann der Ball, der oben an der Netzkante quasi kleben bleibt. Ja, gut, Pi weiß auch um ihre Verletzung, die sie hatte vor kurzem. Und Pi versucht natürlich, auch wenn sie den Satz hier abgibt, dass Walven in dem Satz noch viele Körner abgeben muss, dass Walven noch viel tun muss in dem Satz. Das wird ihr Ziel sein. Ja, und nun hat Pi das Glück mit einem Smash, der das Netz berührt. Aber in jedem Fall der Smash jetzt diagonal, wo man sieht, Hai Weng war noch in der rechten Hälfte und der kommt zu ihr diagonal in die Rückhand. Das ist auch kein einfacher Ball. Der war zu kurz und dementsprechend gnadenlos von Pi versenkt. Und wohin? Natürlich zum Körper. Aus der Mitte des Feldes wird nicht mehr irgendwo versucht, eine Linie zu treffen und dann womöglich knapp einen Elfmeter ins Aus zu schießen. Das geht einfach immer zum Körper. Immer wieder den langen Crosslaufweg. Hier wieder. Und wieder den langen Crosslaufweg. Meine Güte. Das sind Wege auch. Oi. Es ist natürlich Badminton vom Feinsten. Das ist Dameneinzel, das einfach in der internationalen Sportwelt Badminton würdigst vertritt. Und solche Ballwechsel, die machen es natürlich aus. Die tun auch unheimlich weh, die Bälle, die Ballwechsel. Man sieht es bei Walven. Meine Güte. Zehrt an ihr. Auf 7-9 konnte Pi verkürzen. Und da hat sie sich das Ding zurückgeholt. Und jetzt bekommt sie auch ihre Trinkpause. Also, wer einen Ballwechsel verliert, schauen Sie sich das an.
schnappt schön er. Geschnitten den Ball, der trudelt übers Netz und ist für Pien nicht mehr zurückzuholen. Ja. Wer einen Ballwechsel verliert, der darf international nicht damit rechnen, dass er danach auch noch was trinken darf. Denn da sagt der Schiedsrichter normalerweise nein. Wer aber den Ballwechsel gewinnt, der hat eher das Recht. Natürlich darf dann auch die andere. Was steckt dahinter? Der, der hinten liegt womöglich, oder der, der gerade verloren hat, soll nicht einen Vorteil bekommen. Schon erstaunlich, gleich auf den Aufschlag reagiert Pi wieder mit einem Smash. Für Dameneinzel eher die ungewöhnlichere Variante. Da hat Hai Weng ein wenig spekuliert, aber ihr Ball war zu kurz. Sie hat es gemerkt, was sollte sie machen? Da kannst du dich nur noch für einen entscheiden. Jetzt muss die Halle was tun für Hai Weng. Jetzt müssen die Zuschauer aufwachen, was sie auch langsam tun. Pi gibt jetzt natürlich Gas. Meine Güte, die legt zu, das kann man wohl sagen. Die legt richtig zu jetzt. Und sie kriegt alles plötzlich. Sie kriegt alles. Ja. Hai Weng wird nicht aufgeben. Der tut weh, der Ballwechsel. Der tut sehr weh. Oh. Oh, und man hörte den Stöhner. Und man sieht seiner Gestik. Meine Güte. Das ist verdammt hart. Und sie wirkt noch nicht so erschöpft. Ja, sie bittet auch jetzt den Schiedsrichter Matthias Kühler um eine Pause. Und er sagt natürlich nein. Er weiß, was Hai Weng bezwecken will. Sie braucht einfach jetzt eine Pause. Meine Güte, das ist natürlich kraftraubend. Und es ist vor allen Dingen das 9:9 dazu. Ja. Ja, wir lagen nicht ganz verkehrt mit der Prognose. 7:2 bedeutet noch gar nichts. Eine Führung mit 9 Punkten ist auch noch längst kein Satzgewinn. Der allerdings getäuscht, geschnitten. Und da wird ihr auch die Pause gewährt. Ja, sie ist im Aufschlagrecht und schon steht ihr die Pause zu. Nur man sieht einfach, ich habe es Anfang der Übertragung angesprochen, das Fitness. Das ist das große Problem hier mit steht und fällt das Spiel von Hai Weng. Man kann schon sagen, den ersten Satz müsste sie zumindest gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, das Match zu holen. Denn wenn sie den erstmal verliert, ist ja doch zu erwarten, dass Hong Yang Pi womöglich noch selbstbewusster da aufspielt. Und wie sie angreifen kann, wie schnell sie auch das Spiel machen kann, bei ganz hohem Risiko, das haben wir ja schon gesehen. Oh. Da hat Pi den Braten gerochen. Ja. Der lange Laufweg, kurze Abwehr. Cross, kurze Abwehr. Und die ist im Damen-Einzel noch viel wichtiger als im Herren-Einzel. Das ist ein fast unmöglicher Laufweg. Ja. Klasse Spiel am Netz von beiden und dann, ja, auf den Superball folgt ein noch besserer kurzer und ich glaube, den eben noch mal rauszubringen, das war ganz schwer. Allerdings, jetzt ist natürlich das eingetreten, was sicherlich man aus deutscher Sicht nicht gehofft hatte. Jetzt führt Hong Yang Pi mit 10:9 und hat ihren ersten Match-Satzball. Den Satz muss Hai Weng holen. Dann hat sie eine Chance, das Ding hier nach Hause zu fahren. Ui. Und wieder aus vollem Lauf
durch die Diagonale den Ball dann noch so kurz zu setzen als geschnittenen, das ist schon ganz schön schwierig. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns ganz kurz in eine Pause, sehen uns aber hier gleich. So, da sind wir schon wieder und hier sehen wir Asger Madsen, den Bundestrainer, wie er versucht, Hai Weng noch mal wieder aufzubauen und man sieht andererseits auch, wie sie schwer atmet. Das ist für sie natürlich eine ganz schwierige Situation, aber ich glaube, Michael hat es ja schon mehrmals betont, sie ist natürlich mental sehr, sehr stark. Sie hat ja schon in diesem Spiel auch viel weggesteckt und aufgeben wird sie noch lange nicht. Nee, das ist für Weiwen Bremport aufgeben. Also sie wird jetzt natürlich nochmal alles versuchen, aber jetzt wird es schwer für sie. Sie hat 9-2 geführt im ersten Satz, hat ihn dann noch verloren, den Satz, muss viel kann er abgeben. Und das war natürlich auch Weiwens Vorhaben, Pyeongchangs Vorhaben. Und jetzt wird es richtig schwer für Weiwen. Man hat es auch gesehen in der Pause, sie hat die Hände in den Hüften, sie hat richtig gepumpt. Und also mich würde es überraschen, wenn sie jetzt den Satz gewinnt. Was ich natürlich hoffe für sie. Natürlich. Wobei ich dennoch sagen muss, sie gefällt mir heute noch viel besser, als das in den Tagen zuvor schon war. Also was sie im ersten Satz hier gezeigt hat, das ist noch mal besser und noch mal mehr. Aber das ist ja auch das, was man sich als Top-Athlet wünscht, erhofft, wofür man arbeitet, dass man natürlich im Finale noch mal eine Kelle drauflegen kann, dass man da die beste Leistung eigentlich bringt. Ja. Sie hat sich im Turnier gesteigert und muss natürlich im Finale ihre beste Leistung abrufen. Und den hat sie auf die Linie gesetzt. Da versucht es mal mit einem kurzen Aufschlag. Sehr schöner getäuschter Drop und dennoch. Pi kriegt alles zurück quasi. Und ihre kurzen Bälle. Meine Güte. Was hat die für ein Selbstvertrauen? Das ist ja der Wahnsinn, was die da am Netz macht. Hier der Drop. Und dann sehen wir, den kann sie nicht mehr holen. Der war's. So schnell wie möglich nach unten und dann noch ein Laufweg dazu. Ja. Aber das sagt sich so leicht. Nur eins steht fest, ohne großen Laufweg kann man Pi ja kaum zu einem Fehler zwingen. Ja. Gut, sie muss natürlich enormes Risiko spielen, um hier die Pi zu einem Fehler zu zwingen. Und das ist eben für sie sehr schwer, wenn sie nicht 100% fit ist und dabei ist. Und das ist auf dem Level natürlich undenkbar, dass man wie hier einen leichten Punkt geschenkt bekommt. Ja, natürlich hat sie einen klasse Angriffsspiel in die Rückhandecke geschlagen. Pi war nicht ganz im Rhythmus, noch nicht ganz gut gedreht. Aber solche Bälle sehen wir von Pi natürlich auch nicht oft. Ja. Solche Fehler vor allen Dingen. 0-2 aus der Sicht jetzt natürlich der Französin oder andersrum, drücken wir es mal positiver aus deutscher Sicht aus. Hai Weng führt 2-0 und sie führt 3-0. Sie teilen das Spielfeld richtig gut auf. Hat eine Feldaufteilung, allererste Güte. Auch hier ihre Laufwege richtig gut. Jetzt hat sie Pi einige Male so richtig erwischt. Ja. Oh, klasse. Oh, die Situation, wie sie die wieder löst. Noch geholt. Oh, und dann natürlich. Aber der war natürlich auch extrem gut getäuscht. Das muss man einfach auch sagen. Und was soll Hai Weng machen? Sie muss runter und versuchen, noch irgendwo hin starten zu können. Aber der war einfach zu stark. Ja. 0-3 für die Gewinnerin des ersten Satzes. Ja,
Der kurze Ball war wieder so kurz von P. Also das muss man sagen, das ist schon eine ihrer besonderen Stärken. Diese Sicherheit am Netz, dieses extreme Kurzspiel, das oft von Hai Weng gar nicht mehr richtig unter Kontrolle gebracht werden kann. Dann ist es natürlich keine Kunst, so einen Elfmeter reinzutun. Und hier wieder dieser diagonale Drop. Glück für Hai Weng. Hai Weng auch noch rüberholt. Ja. Also das ist ja wirklich. Noch das rüber. Hier sieht man es gleich. Jetzt. Wunderbar. Bleibt hängen und hopp, ist er drüber. Jetzt weiß man, was das Wort Netzroller bedeutet. Sehr schön. Richtig gut. Meine Güte, wir sagen, wie kaputt sie ist. Und dennoch, auch da lag unsere Einschätzung schon ziemlich richtig. Sie kämpft sich wieder rein. Ja. Versucht alles. Selbst mit der Rückhand, der schöne Cross-Drop und dann sofort diagonal. Der, ja, man kann halt sagen, ein Drive, das ist ja unglaublich. Also, was jetzt hier abgeliefert wird, das ist schon Weltklasse. Und wir können uns natürlich freuen, dass wir solche Bilder mal rüberbringen dürfen. Und jetzt ist gerade mal Zeit zu erwähnen, dass gestern Abend im Mixed die Schweden Fredrik Bergström und Johanna Persson einen ganz knappen Dreisatzsieg gegen die Russen Nikolai Zujev und Marina Jakuscheva landen konnten. Das Herren-Einzel gewann ganz hoch mit 15 zu 2 und 15 zu 4. Dicky Palayama aus den Niederlanden gegen George Remark, die aus Schweden. Oh, da kommt auch noch die Faust, also. Ja, genau das. Wenn hat das, das hat natürlich nicht nur was mit Selbstvertrauen, das ist auch die Kunst, sich selbst überwinden zu können, wenn man meint, man wäre kaputt, wieder reinzufighten. Nichts Leichtes, sondern Schweres zu versuchen. Jeder Ball muss rüber. Möglichst aus der Abwehr unter Druck. Sofort wieder Gegendruck erzeugen. Klasse, wieder sofort der Cross. Und auch da der Cross. Den Netzroller oben erwischen. Super. Dem haben wir nichts hinzuzufügen. Das ist einfach Weltklasse Badminton. Weimann weiß ganz genau, der Ball, der kann nicht mehr hochkommen. Sie bleibt am Netz stehen und vollendet dann. Das ist das. Hier sieht der unerfahrene Spieler würde schnell einen Schritt zurück machen, genau. Um ja alles abzusichern. Weimann weiß ganz genau, der war so gut gespielt, da gibt es keine Chance mehr für Pi. 7 zu 1 mittlerweile für Weimann. Auch der war natürlich nicht von schlechten Eltern. Also es ist schon toll, was wir hier natürlich auch den Zuschauerinnen und Zuschauern an Bildern vom Badminton, vom Top-Badminton abliefern können. Wir hoffen, dass alle, die das sehen, dass die Spaß haben an dem, was sie hier sehen. Und wir hoffen alle, diejenigen, die Badminton noch nicht so kennen, dass denen klar wird, dass das nicht einfach nur Federball ist. Mit Glück auf der Seite von Pi. Der Netzroller von drüben. Ausgeglichen. Meine Güte. Und wieder der ominöse Spielstand. 2 zu 7 aus der Sicht von Pi. Das hatten wir im ersten Satz auch schon. Der ist aus. Jetzt hat sich Weng getraut, im Nachsetzen so einen genauen Ball am Netz zu spielen. Er trudelte und Pi hat ihn nicht richtig bekommen. Und nun wäre es natürlich für die Moral ganz wichtig, womöglich den 8. Punkt zu landen. Und da ist er. Hier ist er, ja. Und da ist er. Diesen vermeintlich leichten Ball. Und jetzt sehen wir es. Pi ist nicht mehr ganz so zufrieden und hat sich eben richtig geärgert über diesen Ausball, eben über den 8. Punkt ihrer Gegnerin. Und da kommt noch der hinterher, ein ganz gewagter, mit gestrecktem Arm, ein ganz schneller nach unten.
Und natürlich geht da das Publikum mit und feuert an. Beinahe hätte sie den noch bekommen. Aber das wäre wohl ein bisschen zu viel des Guten. Das wäre zu viel verlangt, ja. Gehen wir Pi wieder mal eine Chance zu Punkte machen. Eines ist wahrscheinlich genauso sicher, Pi wird auch nicht aufgeben. Nee. Und wird auch nicht aufstecken und wird wahrscheinlich wieder versuchen, irgendwann noch eine Kohle draufzulegen. 3:9, jetzt der Spielstand. Ja, und alle bisherigen Spielverläufe geben mir dabei natürlich recht. Aber bemerkenswert hervorzuheben, diese klasse Einstellung von Haiweng Xu. Und ich bin sicher, das muss befruchtend auf unsere Mädels, die ja alle noch viel jünger als sie sind, sich auswirken. Das muss uns helfen. Das muss die Einzelqualität im deutschen Badminton mit Sicherheit beflügeln. Und dann hat sich dieser Schritt, dann hat sich diese Aktion auch gelohnt. Und dass sie hier angenommen wird vom Publikum, das steht fest. Das ist schon mal, das hat sie auf der Habenseite. Und das ist schon mal sehr, sehr positiv und wichtig. Auch für Haiweng selbst. Ja. Gut, für beide Spielerinnen ist natürlich das oberste Ding, das Duell zu gewinnen. Sie sind Freundinnen beide. Sie haben im Sommer hier in Saarbrücken an der Landessportschule am Olympiastützpunkt miteinander trainiert. Sie haben zusammen viele Trainingseinheiten gemacht. Pi Hongyang war hier, ich glaube, eine Woche, anderthalb Wochen zu Gast. Und das ist natürlich auch ein Duell zweier Freundinnen. Hier ist das Glück wieder bei Pi auf der Seite. Ja, auch während der Vorrunden, in den Pausen, saßen sie mal zusammen in der Cafeteria, haben ein Stück Kuchen gegessen, sich vorbereitet, nett geplaudert. Also das ist ja auch das Tolle. Die Konkurrenz geht ja nicht so weit, dass die womöglich nicht miteinander reden und so, sondern es ist umgekehrt. Wenn sie zusammen trainieren, dann sind sie nun mal die besten Spielerinnen aus Frankreich und Deutschland und haben auch da etwas davon. Und das ist vernünftig. Und wenn es dann im Wettkampf gegeneinander geht, das konnten wir schon sehen hier. Da wird sich nichts geschenkt. Nee, kein Millimeter. Klasse, wie sich Haiweng wieder ins Spiel gebracht hat. Da muss man den Hut ziehen. Ich erwähnte es ja schon, da hat die Halle heute das erste Mal getobt, als nämlich Nicole Greter und Juliane Schenk im dritten Satz, wie gesagt 3:10 zurückliegend, das Ding noch rumgebogen haben und mit 15:12 gewonnen haben. Das war genauso eine Situation. Beide waren verunsichert nach komisch verlorenem zweiten Satz. Es gab kleine Missverständnisse, es wurde nicht so aggressiv gespielt und dann ging es mit einem Mal los. Überkampf sind beide reingekommen und Haiweng hat hier das Gleiche gezeigt. Meine Güte, sie setzt nach. Oh, schade. Schade, schade, schade. Wieder so ein langer Ballwechsel, den sie nicht gewinnen kann. Der tut Haiweng natürlich auch weh. Der tut auch wieder weh. Aber ich habe es zu Anfang der Übertragung angesprochen, das Spiel steht und fällt mit der Fitness von Haiweng. Die weiß es natürlich und sie spielt geduldig weiter ihr Spiel, ihren Stiefel, den spielt sie runter. Du hast eben noch die Zuschauer angesprochen, Hans-Werner, hierzu noch ein Wort. Der Veranstalter hat sich die magische Grenze von 5.000 Zuschauern über die Turniertage gesetzt und hat diese Grenze bei weitem übertroffen. Wir hatten in den letzten Tagen hier mehr als 5.000 Zuschauern. Also der Veranstalter, das Saarland, wir können hier richtig zufrieden sein, was hier entstanden ist und geleistet wurde. Und auch, wie es von den Zuschauern angenommen wird. Das Turnier hier, die Bitburger Open 2003,
Ich als Norddeutscher kann das ja leicht sagen. Früher war das mal so vor einigen, mehreren Jahren so ein bisschen der Makel. Da hieß es, naja, die können schon ein klasse Turnier machen, aber sie haben ja keine Zuschauer. Das war früher mal. Die Zeiten sind vorbei. Und die Zeiten können nur noch besser werden, auch mit Hilfe von Haiweng Zhu. Ja, sie hat jetzt Satzball 10-5 für sie und sie straft mich lügen zum Glück. Sie gewinnt jetzt hoffentlich den zweiten Satz. Ja. Da ist er. Da ist er. Mit einem sehr gewagten Diagonal Smash. So, das ist doch das, was wir hier sehen wollen. Und der Bundestrainer geht jetzt hin. Jetzt gibt es eine Pause. Und deswegen verabschieden wir uns ganz kurz. Liebe Sportfreunde, da sind wir schon wieder und Sie sehen, wie hier die Pause verbracht wird. Wir haben es gesehen, nach der ganz kurzen Pause, da gibt es ja nur eine 90 Sekunden Pause nach dem ersten Satz und jetzt eben die Pause nach dem zweiten, die ist dann insgesamt 5 Minuten lang und wir sehen es, sie wird von der Physiotherapeutin versorgt und der Bundestrainer Asgar Madsen ist dabei. Er ist natürlich mit ihr gleichzeitig im Gespräch. Wir sehen es, die Französin Hong Yang-Pi wird natürlich auch jetzt gecoacht. Und es ist so, natürlich, die gute Carola Kammchen, die Physiotherapeutin, die hat jetzt natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wir haben einen Eisbeutel gesehen. Ich selbst konnte auf einem Trainerseminar von den Chinesen hören, damit kann man insbesondere, wenn die Waden nochmal behandelt werden, nicht nur alles ein bisschen lockerer machen, es wirkt sich auch psychisch sehr günstig aus. Es trägt ein wenig zur Beruhigung bei. Und Sie sehen es, alle sind bemüht hier. Und das ist natürlich das, was dazugehört. Der Schiedsrichter hat angekündigt, jetzt müssen sie alle wieder ran, jetzt geht's weiter. Und in wenigen Sekunden ist es dann auch soweit. Das ist natürlich Schwerstarbeit, was Carola da, die gute Carola Kammchen, in 5 Minuten verrichten muss. Sie muss eine richtig kaputte YWN wieder aufbauen, aber gut, das kann Carola, das ist ihr Job, das macht sie richtig gut und ja, ich hoffe, es hat YWN ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht. Der Schiedsrichter sagt gerade 1 Minute, ich denke, die wird YWN schon noch ausnutzen, die 1 Minute Pause. Kann sie sehr gut genau brauchen. Das heißt also, die Damen waren weit vor Ablauf der wirklichen Frist wieder auf dem Platz und das zeigt auch, welche Einstellung dahinter steht. Und in einem müssen wir natürlich zugeben, haben wir uns getäuscht, Michael. Wir haben beide mehr oder weniger geglaubt, verliert Haiweng den ersten Satz, dann ist es gelaufen. Sie hat uns Lügen gestraft, aber ich glaube, das nehmen wir gern hin. Ich habe mich gerne getäuscht. Ich auch. An der Stelle täusche ich mich gerne, wenn das Ding hier gewinnt und auch den zweiten Satz, wie sie es ja getan hat. Dann muss ich sagen, dann sage ich gern. Und sie traut sich. Und sie traut sich. Sie nimmt selbst in die Hand. Sie hat nicht den Smash gewählt. Sie hat den getäuschten Drop in die Vorhandecke gemacht. Und da er in war, war es die 100% richtige Entscheidung. YWN weiß natürlich auch um ihre Chance heute. Sie wird, wenn sie das Ding hier gewinnt, für einen Sieg 270 Punkte in der Weltrangliste bekommen und dann wieder einen Schritt nach oben machen. Wieder einen Schritt nach vorn, ja. Also wieder einen Schritt näher ran an die Sitzplätze. Und da ist das 3-0. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So wie sie gepumpt hat nach dem ersten Satz. Aber das ist natürlich das, was die Sportart ausmacht. Es mag der Muskel müde sein. Der Kopf beeinflusst den Muskel. Und zumindest für eine Zeit, wenn man denn unbedingt will und wenn man sich zutraut, dann geht da noch was. Ja, das ist einfach die Kunst, über den Schweinehund zu gehen, über den inneren Schweinehund zu gehen und zu sagen, komm, ich quäl mich noch weiter. Aber das kann YWN, wenn das weiß, was das bedeutet. Und ja, das muss sie und soll sie auch den deutschen Nachwuchsspielern und Spielern vorführen. Und das hat sie hier bisher hervorragend gezeigt. Und da sieht man, da kommt sie gerade etwas zu spät. Gleich wieder getaut. Nicht nur zu täuschen, sondern dann auch noch zu schneiden. Also das ist schon klasse, was hier gezeigt wird. Und
Schauen Sie sich diesen Ausfallschritt an. Und trotzdem hat er leider nicht gereicht. Ja, ist natürlich auch hohes Risiko von Wyvern. Ganz klar. Aber ich glaube, das war ihr die Lehre vielleicht auch aus dem ersten Satz. Sie hat dann im zweiten probiert. Sie hat einfach alles oder nichts gespielt. Und anders, glaube ich, ist sie sicher, hat sie keine Chance. Ja. Und sie kämpft. Wählt die schweren Bälle. Und Glück ist auf ihrer Seite, jawohl. Das in nach vorn laufen. Hong Yan Pi einen vermeintlich einfachen Fehler macht. Vermeintlich sage ich extra einschränkend. Sie ist da und der Ball hatte das Netz nämlich vorher berührt. Ja. Und dadurch fiel er nicht so, wie sie es vorausberechnet hatte. Oh, schade. Na, der hätte noch gefehlt. Oben an der Netzkante getäuscht, diagonal. Hier wollte sie ein bisschen viel, glaube ich. Aber gut, 4-1 für Wyvern. Schöner und guter Vorsprung. Lieber eintrauen als ängstlich spielen. Genau. Und so lange gekämpft. Und was hat sie gerufen? Ja, hat sie gerufen. Ein ganz klares Ja. Ja, das feuert sich schon auf Deutsch an. Das ist ja schließlich eingebürgert. Das ist ein positives Zeichen. Das Saarländisch springen wir ja noch bei hier. Das kriegen wir auch noch. Ajo schreit auf Saarländisch. Ajo. Das kriegen wir hin hier. Das kriegt ihr bestimmt auch sie noch. Sie ist fleißig am Lernen. Da bin ich mir sicher. Das ist auch, was sie so sympathisch macht. Sie lernt auch die deutsche Sprache. Sie will, sagt sie auch, bitte sprecht Deutsch mit mir. Und sie verbessert immer wieder ihre Grammatik. Und daran sieht man auch, dass sie nicht nur wegen dem Sport die Einbürgerung wollte, sondern sie... Es ist auch ihre Heimat jetzt hier. Es ist ganz klar ihre Heimat. Ich habe darüber auch mit ihr gesprochen. Sie fühlt sich wohl, ihr macht da Spaß. Sie fühlt sich sehr gut integriert und aufgenommen hier. Und das ist ja schließlich eine ganz wichtige Sache. Meine Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Ja, und sie gibt auch was zurück. Das ist es eben. Ich glaube, das hat sie sehr gut begriffen, das Geben und Nehmen. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, eine sehr sympathische junge Frau, der es auch zu gönnen ist, wenn sie heute ihre bisher, wenn auch knappe, negative Serie endlich umdrehen kann. 5-1. Wieder dieser Freche. Fast auf den falschen Fuß erwischt, streckt sie hoch und macht einen diagonalen Drop. Ein ganz schwerer Schlag. Wäre der ins Netz gegangen, hätte jeder gesagt, na, sie hat es wenigstens versucht. So, er ist nicht ins Netz gegangen. Er lag drüben und sie hat sich die 6-1, da sieht man es, eigentlich völlig aus der Balance, und das ist die ganz hohe Kunst des Badmintons. Aus der Balance kann der Schläger immer noch das Richtige machen, wenn ich will. Sie hat hochgeschaut, sie hat den Ball angeschaut und mit viel Selbstvertrauen reingelegt, und das Publikum steht hinter ihr. Klar, sie will natürlich 6-1 die Führung. Wer hätte das gedacht nach dem verlorenen ersten Satz? Ja, sie wollen natürlich, dass Wyvern das Ding hier nach Hause fährt. Das Gesicht der Bitburger Open. Das Gesicht. Man muss hier mal durch die Stadt fahren, um die Plakate zu sehen, die Hinweisschilder, die Werbung, die hier gemacht wird, die Saarbrücker Zeitung aufschlagen oder gleich auf der Titelseite zu lesen oder im Lokalteil, im überregionalen Sportteil. Also es ist hier wirklich unglaublich, was hier geleistet wird für das Turnier und im Gegenzug quasi gibt Haiweng unwahrscheinlich viel zurück. Sehr gut gespielt. Wieder in die gleiche Ecke angegriffen. Ganz genau, der aus der Ecke wollte Pi in die Mitte, und das gegen ist den Laufweg klasse. Gegen den Laufweg. Und sich auch gleich getraut. Hier sieht man einfach Struktur im Spiel bei Wyvern. Da steht einiges dahinter. Hier, und jetzt hat sie wirklich Glück gehabt. Aber Glück hat fast immer nur der Tüchtige. Sie hat sich's getraut, den am Netz abzulegen. Ja. Und der Ball von Pi war knapp im Aus.
Und damit hat sie den 7. und jetzt sogar in der Folge den 8. Punkt geholt. Denn das war eine Sache, die sieht man natürlich häufig. Die kann man von außen eher kritisieren. Aber Pi hat einen Folgefehler gemacht. Und diesmal nicht. Der war wieder drin. Aufschlagwechsel 2:8. Und jetzt können wir uns natürlich wohl doch nochmal auf einen Kampf gefasst machen. Auf einen Endkampf. Endkampf im Endspiel. Meine Güte. Diesmal hat sie die Variante des schnellen geschnittenen Drops versucht. Wieder der von oben. Da war keine Chance. Aber klasse gespielt von beiden. Da ist der Ball von Wei Wen am Netz hängen geblieben. Und dann er ist am Netz hängen geblieben. Einfaches Ding für Pi. Ja. Wenn man da ruhig bleibt, muss man den versenken. Das ist keine Frage. Ja. 3:8 aus der Sicht der Französin. Die deswegen auch von links aufschlägt. Meine Güte, das sind Ballwechsel, man kann nur sagen, das ist Lehrbuch, was hier gespielt wird. Und jetzt hat sie sich den Vorteil rausgespielt. Oh, ein klasse Netzroller. Aber diese Feldausteilung von beiden, beide unter Druck. Das mal ist einfach klasse. Wie schnell beide auch noch am Ball sind und was sie aus dem Ball machen, wie sie den Ball noch verarbeiten, selbst unter größtem Druck. Das ist schon aller Achtung. Das ist einfach aller Ehrenwert. Das ist einfach Spitzenbadminton. Und was zeigt es uns? Es zeigt uns, dass wir gerade auch im Frauenbereich, und man darf ja eins nicht vergessen, unsere Nachwuchsspielerin Julia Leschenk hat hier heute das Doppel gewonnen an der Seite von Nicole Gröter. Aber wir haben ja auch noch eine Petra Overzieher, die hier nicht gespielt hat. Jeder dieser Topspieler, die Topspielerinnen haben ihren Turnierkalender. Wir haben die ja auch noch in petto. Und wir hoffen wirklich, dass die da auch mitgerissen werden und dass dieser Weg mit Hai Weng gemeinsam dann auch zu weiteren Erfolgen führt. Denn in der Jugend sind wir Spitze, nunmehr seit 6 Jahren. Wir haben 3-mal die Jugend-Europameisterschaft mit der Mannschaft und dazu viele Einzeltitel geholt. Und gut, dass gerade auch die Damen diese Leistungen vollbringen, denn Badminton, das muss auch noch mal an dieser Stelle gesagt werden, die einzige Sportart, in der auch in der Mannschaft oder bei fast allen Turnieren immer Damen und Herren gemeinsam spielen und wo auch das Mixed eine ganz tolle Disziplin ist. Und auch eine tragende Rolle spielt. Eine tragende Rolle. Ja. Sehr oft in Punktspielen das entscheidende Spiel. Ja. So. Hai Weng wieder getraut. Sie greift wieder an. 8:3. Sie weiß um ihre Chance. 3 Punkte noch zum Match gewinnen und damit ja, um einige Dollars reicher und vor allem Weltranglistenpunkte reicher, die sie braucht. Der ist bei Pi auf der Seite hängen geblieben und das ist eben der Unterschied. Wenn ich führe, fällt es mir meistens leichter, die Netzroller in Serie zu produzieren. Wenn ich hinten liege, ist immer die Frage, ob da noch ein bisschen was im Kopf ist, ob ich mich überhaupt so traue. 9:3 die Führung. Hai Weng. 10:3 für Hai Weng. Unglaublich. Dieser Ball, den wahrscheinlich Hai Weng nur hätte schwierig kriegen können. Der bleibt am Netz hängen. Aber so ist Sport, so ist Badminton. Sie führt mit 10:3 und wollte jetzt, glaube ich, etwas überhastet und in einer ganz schweren Situation den 11. erzwingen. Das ist oft so, da will man dann den letzten Punkt mit der Brechstange machen und wie man gesehen hat, der Schuss geht nach hinten los. Aber gut, sie muss wieder aufbauen, sie muss wieder vorbereiten, das Aufschlagrecht zurückholen und dann den Sack zumachen. Klasse gekontert von Pi
Und da wusste der Linienrichter selbst wohl nicht so ganz genau, was er sagen soll. Er ist, wie man so in Fachkreisen sagt, mit Schwimmbewegungen aus der Affäre gegangen und dann war der Ball am Ende doch noch drin. Ein paar Schwimmübungen des Linienrichters. Aber das sei hier auch gesagt. 280 Helfer gibt es hier, die ständig arbeiten an dem Turnier und geholfen haben, das daraus zu machen, was es geworden ist. Und der Job des Linienrichters, das ist ein ganz, ganz schwerer. Ja. Man darf das Spiel überhaupt nicht verfolgen. Man muss eigentlich nur auf die Linie schauen. Ist natürlich kein einfacher Job. Und die Helfer ohne die der Helfer. Der war auf der Linie. Aufschlagwechsel. 10-5 und zweiter Matchball. Und das ist erstaunlich. Wahrscheinlich wegen dieser Brisanz. Und des Matchballes gibt der Schiedsrichter Hai Weng keine Pause. Sie wollte die Hand sich abwischen. Na, Hai Weng fährt das Ding nach Hause jetzt. Auch bei 10-5 für Hai Weng. Also ich kann leider nur zwei Daumen drücken für sie, aber ich hoffe doch und denke, dass sie das Ding noch nach Hause fährt. Um nochmal auf die Helfer. Der war schon klasse gespielt, aber natürlich dann die diagonale Rückhand von Pi war einfach das i-Tüpfelchen. Um hier nochmal auf die Helfer zurückzukommen, die 280 Helfer. Ohne die wird so ein Turnier nie auf so einem Level stattfinden. Und auch den Leuten, nicht nur den Leuten oben oder den Sponsoren, sondern auch den Helfern. Klasse gespielt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber es stimmt ja auch alles, was du sagst, nur, mein Gott, was traut sich Hai Weng hier? Was traut die sich alles zu? So ein Risiko zu gehen, aber das ist eben klasse und das zeichnet absolute Topspielerinnen aus. Aber du hast vollkommen recht, ich bin ja in der Lage gewesen zu sehen, wie die Halle ausgestattet ist. Das seht ihr auch an den Bildschirmen, wie das Umfeld der Halle, der Spielhalle, wie die Nebenräume, die... was hier aufgebaut ist, was für Firmen sich hier präsentieren, wie das hier losgeht. Und naja, ich will es nur ganz kurz streifen, die Players Party war noch ein Ding für sich. Also das ist schon klasse, was hier auf die Beine gestellt wurde. Und dafür braucht man viele Helfer und an die gilt viel Dank. Mittlerweile der dritte Matchball von Hai Weng vergeben. Pi hat immer ja, die bessere Antwort. Sehr gut, der Treiber. Und der war wieder drin. Der war wieder drin. Der Matchball nächste Nummer 4. Nummer 4. Matchball Nummer 4 bei 10-5. Und die Halle steht hinter ihr. Jetzt Hai Weng, zack zu. Bisschen Glück vielleicht. Ich dachte schon, da war er. Jetzt weg. Da ist er. Ja. Da ist er. Es ist unglaublich. Mit 9-11, 11-5 und 11-5 kann sich hier Hai Weng zu die junge Deutsche durchsetzen und jetzt geht sie und klatscht ab. Und wir sehen nochmal ihren Jubelschrei. Das ist klasse, Badminton, dass wir hier sehen konnten. Ein Damen-Einzel à la carte. Hier ist nochmal das Spiel eingeblendet. Es ist unglaublich. Und die Zuschauer stehen auch auf und geben Standing Ovations für diese ja, Weltklasse-Leistung. Erkennen die Leistung an von Hai Weng. Die Siegerehrung wird... direkt weiter mit der Siegerehrung. Wir hören es im Hintergrund, die Siegerehrung folgt sofort. Deswegen wird hier auch in der Halle die Musik ein wenig lauter. Und wir freuen uns von hier, dass wir sie hoffentlich ein wenig unterhalten konnten mit Top-Badminton, mit hervorragenden Spielen, mit einer sehr schönen, sehr gut ausgestatteten Halle. Viel besser als in den letzten Jahren. Und wir hoffen, Sie